Anfang an drauf haben. Super. Ja, herzlich willkommen zur letzten Sitzung. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, in der ersten Sitzung zusammen mit Saskia und wir euch das Argumentarium vorgestellt haben, warum wir eine Rohstoffwende brauchen. Das ging jetzt ganz schön schnell. Ich habe vorhin noch mal geguckt, weil ich mir nicht mehr sicher war. Es ist die elfte Sitzung, nicht die zehnte, wie ich vorhin unseren Referentin gesagt habe. Und ja, heute sollen Fäden zusammenlaufen, würde ich es mal nennen, von Themen, die wir besprochen haben, die wir angerissen haben in den bisherigen Sitzungen. Ich erzähle euch gerade gleich ein bisschen was zum Verlauf der Sitzung. Es geht dann aber relativ schnell los. Es wird heute keine längeren Vorträge geben, sondern eine Diskussion. Ich hoffe, ihr habt auch ein paar Fragen mitgebracht. Saskia hatte ja eine Nachricht auch nochmal rumgeschrieben. Heute ist auf jeden Fall die Gelegenheit, sie zu stellen, vor allem auch, weil wir drei spannende ExpertInnen eingeladen haben, die ich euch gleich noch vorstelle. Ich glaube, so am Ende von einer Vorlesungsreihe lohnt sich es auf jeden Fall, kurz zurückzublicken. Oft vergisst man ja, was man alles schon so gemacht hat. Ich habe selber nochmal die einzelnen Sitzungen auch durchgeguckt. Und ja, ich glaube, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagen kann, dass in den 10 Sitzungen ziemlich klar geworden ist, warum wir eine Rohstoffwende, also einen grundlegenden Kurswechsel unseres Umgangs mit metallischen Rohstoffen brauchen. Wir haben am Anfang gesehen, wie Rohstoffpolitik in Deutschland funktioniert. Hanna vom AK Rohstoffe hat da sehr deutlich gemacht, dass sie vor allem von der Industrie geprägt ist und auf Versorgungssicherheit fußt. Wir haben über den Ausbau der E-Mobilität, der voranschreitenden Digitalisierung als Treiber für Rohstoffverbrauch gesprochen. Dann ging es in 2 Sitzungen danach über ja, Folgen für Mensch und Umwelt in Abbauländern. Wir haben auch von Menschen in Abbauländern in einer späteren Sitzung gehört, was ihre Forderungen sind für eine Rohstoffwende, was sie für alternative Ideen haben, was sie für Konzepte haben für einen anderen Umgang mit Rohstoffen, wo Alternativen auch schon geschaffen werden. Wir haben uns aber auch in die technischen Details vorgewagt und ja, in Sitzungen zu nachhaltigeren Fertigungsverfahren für Stahl und Batterien gelernt, wie das funktionieren könnte, hatten jetzt zuletzt 2 Sitzungen zu Elektroschrott und Kreislaufwirtschaft. Es wird auch heute bestimmt in einigen Punkten ja, auf Ideen oder Sachen zurückgegriffen werden, die wir schon gehört haben. Vor allem die Kreislaufwirtschaftssitzung passt ja auch ganz gut dazu. Es ist ja, könnt ihr ja im Gedächtnis kramen, was euch da noch geblieben ist von letzter Woche. Ja, ich habe schon gesagt, wir wollen heute die Fäden zusammenführen und fragen uns, wo geht's lang zur Rohstoffwende? Wollen eben nicht mehr fragen, warum braucht es die, sondern jetzt, wie machen wir das? Für mich schwingen da Fragen mit, welche Hebel haben wir, um ja, eine Rohstoffwende anzustoßen oder die Richtung zu steuern. Vielleicht auch die Frage, die ich gleich unseren Podiumsgästen stellen werde, sind wir denn schon losgelaufen? Wie weit sind wir in Sachen Rohstoffwende? Laufen wir in die richtige Richtung? Vielleicht auch. Natürlich ist das Ganze ein Riesenthema, was wir jetzt in den 90 Minuten nicht komplett umreißen können. Wir haben über bestimmte Aspekte auch schon geredet, wie jetzt Mobilitätswende oder so. Ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn ihr ja, unsere Gäste heute gleich ein bisschen kennenlernt. Dann habt ihr auch eine Vorstellung von der Expertise, die sie mitbringen und könnt dann auch dazu gezielt Fragen stellen. Genau, wenn ihr sonst Fragen habt, bemühen wir uns dann natürlich, die trotzdem zu beantworten. Aber dann kennt ihr den Background der drei Menschen, die wir heute eingeladen haben.
Ja, es haben gleich alle ein bisschen Gelegenheit, ihre Perspektive auf Rohstoffwende was zu sagen. Vielleicht kurz vorher nochmal zum Ablauf. Ihr könnt euch melden mit Sternchen im Chat. Wenn ihr lieber eure Frage einfach in den Chat schreibt, dann werde ich mich auf jeden Fall bemühen, die ja, vorzulesen und an passenden Stellen einzubringen. Es gibt auch immer wieder so kleine Breaks, wo ich dann nochmal frage, ob jemand von euch vielleicht einen Kommentar oder eine Frage hat. Könnt euch auch sehr gerne dazu lautschalten natürlich und euer Video anmachen. Ich finde es immer sehr nett. Es haben bis jetzt noch nicht so viele gemacht, aber immer wenn es jemand gemacht wird, habe ich mich sehr gefreut, ein Gesicht zu sehen. Ja, es gibt noch ein kleines Extra. Wir haben ja heute keine Präsentation und es wird auch kein Protokoll geschrieben oder sowas. Aber ich habe mir gedacht, um so ein bisschen dieses komplexe Thema ja im Nachhinein auch so ein bisschen gegliedert zu haben, gibt es ein digitales Whiteboard. Saskia teilt gleich mal den Link in den Chat. Da könnt ihr drauf gehen. Wahrscheinlich vor allem für die Interessanten, die am Rechner sitzen. Am Handy ist es wahrscheinlich ein bisschen unentspannt nebenher. Und genau, da könnt ihr Gedanken, ja, Konzepte oder Fragen, die ihr habt, die euch so in der Diskussion spannend vorkommen, könnt ihr da festhalten. Links gibt es hier Notiz. Genau, ich sehe schon, ein paar sind schon drauf. Genau, ihr könnt die drei Bereiche, ihr könnt die rumschieben. Macht das bitte nicht, damit wir keine völlige Unordnung kriegen. Ich habe das mal aufgeteilt in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Da könnt ihr das so ein bisschen verorten, was ihr aufschreibt. Also manche Sachen sind ja vielleicht in der irgendwo dazwischen oder in der Mitte oder sind klar einem zuzuordnen. Genau. Benutzt bitte den Notizblock links. Genau. Vielleicht keine Gemälde anfertigen. Das wäre nett. Oder wenn dann nur zum Thema passende. Okay. Dann ja, freue ich mich auf jeden Fall am Ende da drauf zu gucken. Ja, nehmen wir uns auf jeden Fall die Zeit und schauen einmal zusammen drauf und es kann dann auch als PDF gespeichert werden und kommt dann als Klausurvorbereitung natürlich auf Opal auch, damit ihr eine Gedächtnisstütze habt zur Diskussion. Also schreibt da fleißig gerne drauf. Saskia wird so ein bisschen drauf gucken, dass ja, die Sachen nicht alle komplett durcheinander sind oder selber auch Sachen aufschreiben. So, jetzt habe ich viel geredet. Es hat jetzt doch minimal länger gedauert, als ich dachte. Dann wird es jetzt spätestens jetzt Zeit, euch die Menschen vorzustellen, die wir heute eingeladen haben. Und zwar sind das drei an der Zahl, wie ihr auch schon seht. Wir beginnen mal mit Katrin Meyer. Sie koordiniert seit 2019 russische Kultur. Und der Tisch vereint Akteure aus Zivilgesellschaft, Handwerk, Wissenschaft und Wirtschaft, die sich für eine Förderung der Reparatur und eine neue Reparaturkultur engagieren und einsetzen. Katrin hat europäische Studien mit den Schwerpunkten Politikwissenschaft und VWL in Osnabrück und Marburg studiert. Hallo Katrin. Dann, No. hallo. Dann haben wir als zweites Martin Hirschnitz-Gabers. Er arbeitet als Koordinator für Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung beim Ecologic-Institut, wo er schwerpunktmäßig politische Strategien, Instrumente und Maßnahmen auf EU, nationaler und regionaler Ebene untersucht. Er hat Umweltwissenschaften an der Universität Lüneburg studiert und in Greifswald zu nachhaltigem Naturressourcenmanagement promoviert. Hallo Martin. Hallo. Und dann gibt es noch einen dritten im Bunde, und zwar Konstantin Bittner, der gerade als Berater auf Zeit für Bergbau, Ökologie und Menschenrechte für das katholische Hilfswerk Miserio arbeitet. Gemeinsam mit lateinamerikanischen Partnerorganisationen arbeitet er da zu den Auswirkungen von Bergbau, beispielsweise in Peru, Bolivien und neuerdings auch vermehrt Brasilien, mit einem Fokus darauf, wie Menschenrechte und die Natur geschützt werden kann. Und auch, was die deutsche und europäische Politik und Gesellschaft dafür tun muss. Ein anderes Themenfeld,
ist die Arbeit mit Organisationen und Gemeinden zu Alternativen zu Bergbau. Und kleine Side Note oder zwei kleine Side Notes. Er hat erstmal an der TU Dresden Geografie studiert, hat er mir geschrieben, das wusste ich gar nicht. Und er ist außerdem in einem kleinen, coolen Berliner Kollektiv, wo ich auch Mitglied bin. Und ja, daher kennen wir uns, Verbindung. Darum geht es aber heute nicht, denn heute geht es um die Rohstoffwende und wo es lang geht zur Rohstoffwende. Ihr habt jetzt alle drei kurz die Gelegenheit, ein kleines Statement zu machen, einfach damit wir euch kennenlernen und wir ein bisschen so eure Brille, eure Perspektive auf das Thema davon eine Vorstellung bekommen. Und ich würde sagen, wir machen das wie besprochen einfach reihum. Die erste Frage, ich habe euch ja schon vorbereitet, dass wir auch immer so ein bisschen persönlich einsteigen, ist, wie ihr zum Thema Rohstoffe gekommen seid. Und ja, als zweites vielleicht, mit welcher Brille schaut ihr da drauf oder was ist da eure Perspektive? Katrin kann gerne starten, dann Martin und dann Konstantin als drittes. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich kann eigentlich beide Fragen gleichzeitig beantworten, glaube ich. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich zu dem Thema gekommen bin. Und zwar war das vor ein paar Jahren, habe ich mit zwei Kolleginnen im Rahmen einer Weiterbildung haben wir zusammen eine Petition gestartet für ein Recht auf Reparatur. Darum geht es ja sonst auch heute unter anderem gehen. Und zwar, weil es damals genau, eine Abstimmung auf EU-Ebene geben sollte dazu, ob zum ersten Mal Reparaturstandards für Produkte eingeführt werden sollen auf EU-Ebene. Und es war absehbar, oder es war nicht absehbar, dass die deutsche Regierung sich dazu positiv positionierte. Und deswegen haben wir eben eine Petition gestartet im Rahmen von einer Kampagnenweiterbildung. Und diese Petition ist ziemlich durch die Decke gegangen, aufgrund irgendwie verschiedener Umstände, die da gut zusammengekommen sind. Und ja, wir konnten dann unsere 110.000 Unterschriften an die Umweltministerin übergeben. Und letztendlich hat Deutschland sich auch positiv in dieser Abstimmung verhalten. Und die Standards sind in diesem Jahr in Kraft getreten. Genau, und so wurde ich irgendwie, weil es da dieses Window of Opportunity gab auf politischer Ebene, auf das ich aufmerksam geworden bin, bin ich irgendwie in dieses ganze Feld Reparatur, Ressourcenschonung durch längere Produkt. Nutzung aufmerksam geworden und bin so dann auch beim runden Tisch Reparatur gelandet. Achso, das Eingangsstatement machen wir sofort. Dann kommen die anderen. Genau, also wie gesagt, der runde Tisch ist ein Netzwerk aus vielen verschiedenen Partnern, die sich alle aufgrund verschiedenster Motivationen dafür engagieren, dass wir wieder mehr reparieren. Das heißt, wir haben tatsächlich Reparateurinnen mit am Tisch aus dem Handwerk, aus ehrenamtlichen Reparaturinitiativen, aber auch dann Umwelt- und Verbraucherschutzverbände, wissenschaftliche Einrichtungen, die eben alle erkannt haben, was für ein Potenzial in der Reparatur steckt. Denn genau, wie Julius gerade schon meinte, ihr habt inzwischen ja, sehr ausführlich diskutiert, welche Auswirkungen unser Rohstoffkonsum hat. Und genau, reparieren oder mit längerer Produktnutzung und mit dem Reparieren möchte ich euch heute gerne eine Möglichkeit vorstellen, wie wir denn unseren Rohstoffkonsum ändern können. Und genau dafür setzen wir uns eben ein als Runder Tisch Reparatur. Wir wollen, dass es einfacher wird zu reparieren. Denn das ist tatsächlich gerade der Grund, warum wir das nicht so oft tun, wie wir eigentlich gerne wollten. Es ist zu schwierig, es ist zu teuer, es ist zu umständlich. Und da gibt es einige verschiedene Dinge, die man auf politischer Ebene umsetzen kann, um das zu ändern, um also die Rahmenbedingungen für Reparatur zu verbessern. Da kann ich ja nochmal genauer darauf eingehen, was das wäre. Denn tatsächlich sehen wir oder hat die Politik das inzwischen langsam erkannt, zumindest auf EU-Ebene. In Deutschland sind wir da noch nicht so weit, wie wir das gerne hätten. Genau, aber das heißt, mein Statement zum Thema oder unsere Ansicht auf das Thema Rohstoffwende ist auf jeden Fall, wir müssen das, was wir bereits haben, die Ressourcen, die Produkte, ja genau, die sich bereits in unserem Wirtschaftskreislauf, in unserem Alltag befinden,
länger nutzen und Reparatur ist dafür einfach ja, ein ganz wichtiger Hebel, um das zu erreichen. Ja, danke dir. Dann kann Martin gerne anschließen. Sehr schön. Schön, nach dir zu sprechen, Katrin. Und nochmal Glückwunsch zu der Petition. Das hatte ich gar nicht gewusst, dass du diejenige warst, die das hat durch die Decke steigen lassen zu Beginn. Sehr schön. Ich komme zum Thema Rohstoffe eigentlich schon länger. Ich bin seit 2004 fertig mit dem Studium, habe dann im Bereich Wasser gearbeitet, im Bereich Bauschadstoffe, im Bereich Klima, Klimaschutz, Klimaanpassung. Und dann seit 2011 nach meiner Dissertation im Bereich Rohstoff- oder Ressourcenpolitik. Und ich hatte promovieren können in Greifswald zum Thema Biosphärenreservate, also eine Art von Schutzgebietskategorien, wo es aber darum geht, nicht nur Natur zu schützen, sondern eben auch die Menschen in nachhaltige Entwicklung zu begleiten. Und das ist was mich seither auch bei Ecologic Institute begleitet. Das heißt, da geht es auch um die Frage, wie wir Rohstoffe, was immer das auch ist, dazu gleich ein bisschen mehr, so nutzen können, dass die Erneuerbaren in den Raten bleiben, in denen sie sich erneuern und dass wir die Nicht-Erneuerbaren möglichst gar nicht oder möglichst wenig oder vor allem in Kreisläufen nutzen, dass sie selbst erhalten bleiben. Insofern, Rohstoffe habe ich seit 2011 bei mir auf dem Schirm. Damals fing ich an als Koordinator Ressourceneffizienz. Das ist für euch, für viele von euch vielleicht ja auch schon ein Reizwort. Effizienz heißt ja ein bisschen mehr mit weniger. Also weiterhin ist die Richtung mehr. Dann gibt es daneben noch andere Konzepte. Eins davon möchte ich jetzt schon mal nennen, ist das Thema Suffizienz, also generell weniger von was auch immer für mehr von idealerweise Wohlbefinden und menschlicher Entwicklung sozusagen. Und was wir beim Ecologic Institut machen, seit 10 Jahren bin ich jetzt da, ist, dass wir Politiken analysieren. Wie Julius das eben in der Einführung so nett darstellte, auf EU-Ebene, nationaler Ebene bis runter zu kommunaler Ebene manches Mal, wo verschiedene Akteure verschiedene Ideen haben oder Strategien schon besitzen, die man weiterentwickeln möchte. Und wir dann eben auch gucken, wie könnten diese Strategien wirken, also als Potenzialabschätzung, auch unter Verwendung von Stakeholder-Prozessen, die wir dann zum Teil mitdesignen. Wen binden wir ein, wen nicht? Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und die Frage hat mich gleich getriggert mit dem, wie kommen wir zu Rohstoffen oder mit der Rohstoffwende, denn für mich ist das ein großer Block. Der Begriff hat zwei Aspekte, die beide schwierig zu definieren sind oder sehr frei zu definieren sind. Rohstoffe bei uns in der Denke des Instituts oder auch in meiner Position, ich bin eher der Typ fürs Abiotische, also die unbelebten Sachen, die man aus der Erde rausbuddelt beispielsweise. Und das zeigt schon, dass in meinem Tätigkeitsfeld die belebte Umwelt, die biotischen Rohstoffe gar nicht so vorkommen. Das ist schon ein Teil. Rohstoffe, was sind das? Da gibt es vom Umweltbundesamt beispielsweise ein Glossar zum Thema Ressourcenschutz aus dem Jahre 2012. Und die definieren, wie ich finde, sehr schön, aber auch sehr weit natürliche Ressourcen. Da ist quasi alles drin. Da sind alle biotischen Rohstoffe drin, da sind aber auch Biodiversität als solches drin und die strömenden Ressourcen, aber auch die Senken wie Atmosphäre, Böden etc. Und wenn wir da eine Rohstoffwende hinkriegen wollen, heißt das schlicht und einfach alles, was ich systemisch und gut finde. Politisch anschlussfähig ist das schwieriger. Thema Wende, wir machen auch zum Teil Transformationsforschung mit, vielleicht auch bekannter Begriff, etwas schillernd. Und danach, ich habe mal kurz reingeschaut, ist der Begriff Wende vielleicht im Sinne von Transformation zu verstehen als eine radikale, strukturelle und paradigmatische Umwandlung von Gesellschaften oder ihren Teilsystemen und durch welche die Ausrichtung und die Funktion der Gesellschaft oder des Systems und die Art und Weise, wie diese erfüllt werden, grundlegend verändert wird. Das heißt, das Grundlegende, es ist nicht inkrementell, schrittweise oder kleine Minischritte, sondern es ist wirklich radikal. Und das ist für mich der nächste große Begriff der Wende. Denn ich wünsche mir eine Wende. Gleichwohl sehe ich im umweltpsychologischen, im privaten, individuellen Bereich, dass Wenden extrem schwierig sind. Beharrungskräfte, Pfadabhängigkeiten, das alles hindert uns von der persönlichen Ebene bis zur gesellschaftlichen Ebene auch an Änderungen, die wir wissen, dass sie nötig sind. Und letzter Punkt aus den Arbeiten, die ich seit 10 Jahren da begleiten konnte, ist mein Gefühl, dass sich so 5 Punkte rauskristallisieren. Also zum einen ist auf aller Ebene deutlich mehr erforderlich, als wir bisher tun, um im Rahmen der planetaren Grenzen zu bleiben. Das ist das eine. Das andere ist, dass sich viele Veränderungen abzeichnen und auch stattfinden, was ich sehr, sehr positiv finde. Das ist politische Programmatik, wo viel passiert.
gesellschaftliche Initiativen, Beispiel Katrin beispielsweise, aber auch dann noch viele mehr, viele Geschäftsmodelle von Unternehmen. Einige habt ihr auch kennengelernt, glaube ich, schon in dieser Ringvorlesungsreihe, aber auch Änderungen in Konsummustern, dass viel mehr Leute bei mir im Freundeskreis auch beispielsweise plastikfrei einkaufen, vegetarisch oder vegan sind, aus ganz vielfältigen Gründen. Was ich aber dabei auch festhalten möchte, ist, dass diese Veränderungen oft langfristiger Natur sind, die wir brauchen, und es ist nicht klar, wann sie eintreten und ob die Richtung genauso losgeht. Und das passt manchmal nur schwer zu dem, was wir bis 2050 an politischen Zielen erreicht haben wollen oder sollten. Unter diesen Veränderungen sind auch disruptive, also welche die Dinge stören, die Dinge grundlegend verändern wollen, die Dinge auseinanderbrechen, auseinanderreißen, aber auch kleine, schrittige, inkrementelle. Oft erkennt man aber erst im Nachhinein diese disruptiven Änderungen und man kann sie auch nicht planen. Man sollte sie nicht verordnen. Das hat ja auch Corona gezeigt, dass man mit Maßnahmen von oben zum Teil gut fahren kann, in China vielleicht besser als in anderen Ländern, aber genauso viel Resistenz dann auch hervorbringt. Und dass wir Menschen psychosozial oder auch mental, neurologisch, wie auch immer, leider nicht ganz gut aufgestellt sind, was langfristiges systemisches Denken angeht, und dass wir eher deswegen an Altem festhalten als Neues gewinnen. Und das ist für mich so das Konglomerat, an dem wir agieren, was es sehr spannend macht und manchmal auch nicht ganz so leicht. Danke. Ja, danke dir, Martin. Und Konst hat das Wort. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und auch hallo in die Runde an alle hier. Ich bin zum Thema Rohstoffe eigentlich eher zufällig gekommen. Ich habe in Dresden studiert und dort dann auch gearbeitet, und zwar bei dem Verein Arche Nova und eigentlich eher in der Bildungsarbeit, vor allem mit dem Blick auf wie unsere Lebensweise in Deutschland das Leben von anderen Menschen in anderen Regionen beeinflusst und welche Auswirkungen wir haben. Und habe dann nochmal nach dieser Tätigkeit in Dresden ein einjähriges Studium in Berlin gemacht, in dem ich dann für ein halbes Jahr eine Studie geschrieben habe, in Peru auch, zu Entwicklungsalternativen in Bergbauregionen. Und diese Studie war beauftragt von einem Netzwerk von zivilgesellschaftlichen Organisationen in Peru, gemeinsam mit dem katholischen Hilfswerk Miserior, also meinem jetzigen Arbeitgeber. Das heißt, da gab es dann halt schon oft eine Verbindung. Und so bin ich eigentlich zu dem Rohstoffthema gekommen und dann auch an dem Rohstoffthema dran geblieben. Und letztendlich habe ich aber immer noch als Fokus eigentlich diese Brille globale Gerechtigkeit, wie wirkt sich unser Konsum und unsere Lebensweise hier auf das Leben von Menschen im globalen Süden oder halt eben in Abbauregionen, jetzt dann zum Thema Rohstoffe, aus. Mein Fokus ist sind die metallischen Rohstoffe, so wie es hier in den Vorlesungen, glaube ich, auch schon angeklungen ist. Ich arbeite mit Miserio auch gemeinsam im AK Rohstoffe, und euch wurde ja hier schon vorgestellt die Publikation 12 Argumente für eine Rohstoffwende. Deswegen muss ich hier gar nicht nochmal so ganz konkret drauf eingehen, was hier so eigentlich so die grundlegenden Argumente und Stränge sind, weil ihr die alle schon gehört habt, und auch warum es drängt, quasi zu einem Umdenken und zu einer Transformation zu kommen. Und das, was ich tue, ist, ich bin sehr nah dran an den Menschen, die in den Abbauregionen leben, die direkt betroffen sind und die aber auch direkt Widerstand leisten gegen Bergbauprojekte, die aufzeigen, was sind denn eigentlich ihre Vorstellungen von Entwicklung in ihren Territorien. Und aus meiner Perspektive ist das viel zu unterrepräsentiert in Deutschland, in deutscher Politik oder auch in europäischer Politik. Und das heißt, wir dürfen dafür nicht blind sein, was auch die Forderungen und halt eben die Forderungen aufgrund der Auswirkungen unserer Lebensweise von den Menschen in den Abbauregionen sind, und müssen diese hiermit aufgreifen, um dann Schritte zu finden, was bedeutet das denn, um in Deutschland zu einer rohstoffleichteren Lebensweise zu kommen, für die Transformationen, die wir uns vorgenommen haben im Klimabereich, im Energiebereich und so weiter und so fort, die Rohstofffrage und eben diese Auswirkungen des Rohstoffabbaus mitzudenken und einzubeziehen. Ja, soweit vielleicht. Dankeschön. Ich bin sehr gespannt. Danke. Ja, danke für eure Vorstellung.
Und ja, danke auch Martin, dass du nochmal grundlegend den Begriff Rohstoff und Wende so auseinandergenommen hast. Das fand ich sehr hilfreich. Ich glaube, genau, so ein grundlegendes Problem dabei, du hast es ja genannt, ist, dass man es, um es politisch nutzbar zu machen und ja, damit irgendwie Forderungen zu verbinden, dass man es da so einengen muss, meiner Meinung nach, um da irgendwie handlungsfähig zu sein und konkret zu werden. Wir haben das, wie man es gesagt hat, in der Vorlesung ja vor allem auf metallische und mineralische Rohstoffe getan. Ja, mich, also ich finde da die, Konz hat den Ackerrohstoffe ja erwähnt, sind so zwei Hauptforderungen, womit das quasi verdeutlicht wird, was eine Rohstoffwende ist. Das ist einmal die, also die habt ihr auch schon alle gehört, die wurden euch ja auch schon vorgestellt. Ich wiederhole es trotzdem nochmal kurz, weil ich es eine gute Grundlage für die Diskussion finde. Das ist die absolute Reduktion unseres Verbrauchs, also hier in Ländern wie Deutschland im globalen Norden. Und die Durchsetzung von sozialen und ökologischen Standards. Da haben wir ja zum Beispiel über das Lieferkettengesetz und Unternehmensverantwortung in der Vergangenheit drüber gesprochen in einer ganzen Sitzung. Mich interessiert jetzt, wenn ihr da so drauf guckt aus euren Ecken, also wir fragen ja, wo geht's lang zur Rohstoffwende? Vielleicht müssen wir erstmal ganz kurz gucken, wo wir jetzt loslaufen oder sind wir da schon losgelaufen, laufen wir in die falsche Richtung und müssen umdrehen. Vielleicht könnt ihr einen kurzen Kommentar so von eurer Seite abgeben mit Blick auf eure Tätigkeit, wie ihr das einschätzen würdet. Wo stehen wir da in Sachen Rohstoffwende? Es darf anfangen, wer sich berufen fühlt. Ich kann gerne mal anfangen. Also so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, zumindest was jetzt eben so diese absolute Reduktion unseres Konsums, unseres Verbrauchs angeht, kennen wir den Weg, also wir wissen, was wir eigentlich machen müssten und wir gucken vielleicht auch schon in die richtige Richtung, aber wir sind halt noch nicht losgelaufen, beziehungsweise trauen uns noch nicht so richtig loszulaufen. Beziehungsweise wir sehen, einige sind schon losgelaufen, aber die große Masse quasi steht noch da und zögert. Also zumindest, was eben so diesen ganzen Bereich Abfallvermeidung, Wiederverwendung, Reparatur angeht, der genau das erreichen soll, dass wir eben sorgsam mit unseren Ressourcen, die wir schon haben, umgehen. Und sie so behandeln, dass wir eben möglichst wenig neue Ressourcen dem Kreislauf dann letztendlich zuführen müssen. Wissen wir genau, was wir machen müssen. Aber ja, wir sind, teilweise wurden die ersten richtigen Schritte auch schon unternommen oder geplant, aber wir sind eben noch nicht so weit, dass wir tatsächlich sehen, dass sich unser Ressourcenkonsum verändert oder eben reduziert. Wenn ich da ergänzen darf, danke Katrin, ich sehe das genau wie du. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es eine nicht ganz so positiv stimmende Analyse sozusagen. Das genau wie Katrin sagt, ob wir jetzt schon mit dem Blick in die richtige Richtung noch stehen oder uns noch wild rumgucken, wo wir eigentlich hinlaufen müssen, aber grundsätzlich schon ahnen, dass da was nicht stimmt, also als globale Gesellschaft, als Ganzes, das finde ich zum Teil schwierig einzuschätzen. Daten, die es ja gibt, verschiedene Indikatoren, also Kenngrößen für Rohstoffverbrauch, zeigen sowohl in Deutschland als auch europaweit global noch viel mehr leider in die genau andere Richtung, als wie sie eigentlich gerne hätten für den absoluten Verbrauch. Nicht runter, sondern hoch oder Stagnation. Also in Deutschland Daten vom Statistischen Bundesamt. Danach ist unser Pro-Kopf-Verbrauch eigentlich immer noch beim gleichen Wert in 2018, wie er schon in 2010 stand. Im über 15 Tonnen pro Kopf. Und hier ist ein Punkt, den du auch, Konstantin, machtest, relevant. Wir haben deutlich mehr Rohstoffverbrauch, den wir uns einfach nehmen. Oftmals sind wir uns dessen nicht bewusst oder er ist quasi immanent in den Produkten und unseren Lebensstilen und es ist schwer, ihn zu reduzieren. Gleichzeitig wird er erkauft
auf Grundlage derer, die wir damit ausbeuten, die sozial, ökologisch, gesundheitlich, was auch immer, Schwierigkeiten dadurch haben. Das heißt, auf globaler Ebene sehen wir deswegen, dass die Materialentnahme sich zwischen 1970 und 2015, das sind Daten vom Internationalen Ressourcenpanel, IRP, vom Vereinten Umweltprogramm der Vereinten Nationen, dass sich fast eine Vervierfachung zeigt. Also eine sehr starke, wie sagt man, Hockeyschlägerkurve nach oben so potenziell exponentiell zeigt. Und deswegen ist die Analyse leider nicht so positiv auf der Makroebene, also in diesen Kennzahlen, auf der Meso, wenn man möchte, Gesellschaften oder auf der Mikroebene, einzelne Unternehmen oder Individuen, wie schon gesagt, finde ich sehr, sehr positive Beispiele, die sich da eben tun. Dass ich, weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, Konstantin, Leute total engagieren für zumindest den Kauf und die Entscheidung von fair gehandelten, von nachhaltigen Produkten, immer nicht ganz wissend, ob man den Labeln, den Kennzeichen auch wirklich trauen kann, aber zumindest irgendwo die Verantwortung dafür nehmen, vielleicht ein bisschen auslagern, wenn man dem Label halt glauben möchte, dass man damit ein bisschen was Besseres tut als bisher. Damit möchte ich das kurz bewenden lassen. Also wir sind auf jeden Fall, wir erahnen das, wir wissen auch, wo man hingehen kann. Manche tun das auf individueller Ebene, aber gesamtgesellschaftlich sehe ich es genau wie Katrin. Ja, vielleicht noch ergänzend oder einfach mal reinwerfend und dann, um dann zu schauen, wie ihr das quasi bewertet. Ja, also ich denke auch, es gibt auf der individuellen Ebene viele Menschen, die sich quasi auf den Weg machen. Viel bedeutet aber immer noch, dass es immer noch eine relativ kleine Gruppe ist, die das tut. In Deutschland wird es vielleicht schon ein bisschen größer, in anderen Ländern sieht das möglicherweise noch anders aus. Auch in Lateinamerika, in den Ländern, wo ich arbeite, gibt es diese Bewegung, vor allem dann eben im Bereich sich zu ernähren, halt eben auch drauf zu schauen, okay, beziehe ich meine Produkte von regionalen Märkten und so weiter und so fort. Also auch da gibt es eine Sensibilisierung. Im Bereich Rohstoffe ist das aber eine ganz andere Frage. Also metallische Rohstoffe ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage in Lateinamerika. Es gibt aber auch wenn es vielleicht noch nicht so richtig viel Bewegung gibt, so dass in die richtige Richtung gucken, zumindest so erste Debatten beziehungsweise auch schon Beschlüsse, beispielsweise in den Niederlanden, wenn ich das richtig sehe, mit Beschlüssen, dass der absolute Rohstoffverbrauch bis 2035, wenn ich richtig liege, um 50% reduziert werden soll und bis 2050 dann sogar nochmal weiter gesenkt werden soll. Ich weiß da gerade die konkrete Zahl nicht. Und auch in EU-Debatten, wie positiv oder nicht positiv die dann am Ende ausgehen werden, wird aber auch darüber diskutiert, zum einen Regelungen, wie quasi über die Kreislaufwirtschaft dann der Rohstoffeinsatz minimiert werden kann und dann eben zusätzlich auch darüber gesprochen, kann man Vorgaben machen, so Sekundärrohstoffe quasi eben verpflichtend dann in Produkte einfließen zu lassen, was ja zumindest schon mal Debatten sind, die in die richtige Richtung gehen. Darf ich da nochmal ansetzen? Ja, gerne. Danke, Konstantin, denn ich finde, das ist ein sehr schönes Bild, das zeigt, es passiert unheimlich viel. Das auch zeigt, es gibt mutige Vorreiterinnen und Vorreiter, mutig vielleicht nicht im Sinne von dem, was Umweltaktivisten im globalen Süden wirklich machen unter Einsatz ihres Lebens, aber mutig im Sinne von politische Agenten, Holland, Niederlande beispielsweise voranzutreiben und damit vielleicht auch dann Unternehmen erstmal zu vergrätzen oder letztlich innovativer werden zu lassen. Und das finde ich sehr schön. Für mich bleibt das manchmal Stückwerk. Muss es vielleicht anhand der Komplexität des Systems global und Ökosysteme und menschlich-soziale, technische Systeme, wie auch immer, da kann man vielleicht auch nicht alles verstehen. Man muss da auch im Sinne von Handeln unter Unwissenheit Dinge vorantreiben und dann hinterher nachjustieren. Und das finde ich da auch sehr positiv. Insofern ist passiert als Bild viel, wo wir uns überholen, Unternehmen überholen den Staat, Unternehmen, Privatleute überholen Unternehmen, der Staat und sagen wir, Unternehmensverbände sind ein bisschen die langsameren Giganten, vielleicht auch noch dinosauriermäßig unterwegs, sind deswegen auch ein bisschen träger und brauchen länger, aber es passiert viel, was dann immer wieder neue Meilensteine schafft, an denen man sich dann orientiert und von da aus nochmal neue Meilensteine schafft und so weiter. Also ich bin deswegen eigentlich auch gerne weiterhin grundoptimistisch, dass wir, ich versuche mal die Frage im Chat zu beantworten damit, ein global nachhaltiges Maßstab an Wohlstand oder an Ressourceninanspruchnahme hinbekommen. Wissenschaftlich wurde der von Professor Bringe zu Wuppertal Institut
in einem Papier von 2015, sogenanntes Resource Target Triplet, auf 10 Tonnen pro Kopf vorgeschlagen bis 2050. Dem liegt zugrunde, dass in 20 oder im 2000er Jahr man ungefähr noch einen Stand hatte, den man skalieren kann global. Da lagen wir bei ungefähr 10 Tonnen im Durchschnitt. Und das heißt natürlich, dass man auf unserer Sicht Deutschland, viele andere Industrieländer runter muss pro Kopf um 5, irgendwas Tonnen. Das ist gar nicht wenig. Ich weiß nicht, ob ihr den Ressourcenrechner vom Wuppertal-Institut kennt. Das ist wie so ein CO2-Rechner. Man kann da munter eintippern, was man alles, wie man fährt, wie man sich kleidet, wie man isst, etc. Und dann kommt auch... Den also haben wir in der Vorlesung auch, sogar gemacht. Okay, super. Bei mir kam auch was über 15 Tonnen raus. Ich fand es natürlich doof, weil ich dachte, ich bin einer von die Guten. Und also 5 Tonnen runter ist zum Teil schwierig vorzustellen. Aber es ist auf jeden Fall nötig. Und gleichzeitig dürfen mit diesen 10 Tonnen dürfen, klingt jetzt gönnerisch, das meine ich so nicht, aber dürfen die entwickelnden Länder eben auch den Konsumkorridor noch nutzen, um aufzuholen, so heißt das ja immer da ganz schön. Insofern, diese 10 Tonnen stehen im Raum, wissenschaftlich, davon will aber die Politik nicht so richtig was hören oder es ist total schwierig, das den politisch Zielgruppen, den Adressaten dann klar zu machen. Ja, danke schon mal soweit. Vielleicht noch als kleiner Hinweis, weil ich sehe, dass viele Fragen, auf die ihr, glaube ich, eine Antwort möchtet von unseren Expertinnen und Experten, so interpretiere ich das nämlich, jetzt auf dem Pad gesammelt werden. Also auf dem Pad war eher so gedacht, das als eine Art Dokumentation nachher zu haben. Also wenn ihr die Fragen reingeben wollt hier in die Diskussion, dann schreibt sie, wie Carla es gemacht hat, am besten in den Chat. Da haben dann die Beteiligten hier besser ein Auge drauf. Wenn das jetzt eher eure Gedanken sind, die ihr, wo euch die Diskussion einen Anstoß gegeben habt, hat und ihr die jetzt gar nicht als Frage stellen wollt, dann könnt ihr die natürlich auf dem Pad auch gerne sammeln. Ja, weil jetzt auch schon viel zum Recht auf Reparatur, also es scheint auf jeden Fall die Menschen zu bewegen auf dem Pad. Das ist super, weil ja, ich fände es gut, wenn wir uns jetzt erstmal, wir sprechen ja gerade schon über Ressourcenverbrauch und die Höhe, die ja vielleicht global gerecht haben müsste. Wir haben über das Konzept Kreislaufwirtschaft gesprochen, letzte Sitzung. Und wir haben hier eine Expertin für Reparatur sitzen. Insofern ist es ja sehr, sehr, sehr naheliegend, dass wir uns dem jetzt erstmal ein bisschen mehr widmen. Und ja, vielleicht macht es am meisten Sinn, Katrin, wenn du erstmal kurz erklärst, was das Recht auf Reparatur überhaupt ist. Könnte ja provokant sagen, es hat ja schon jeder und jede das Recht, seine Sachen zu reparieren, wenn man will. So, warum braucht es ein Recht auf Reparatur? Auf dem Pad sind auch noch ein, zwei kritische Anmerkungen. Vielleicht können die dann auch noch hier reingecopy-pastet werden, sonst frage ich dich dann im Anschluss. Aber gerne erstmal ein paar Basics dazu. Genau, ich kann es erstmal grundsätzlich erklären. Genau, das Problem ist, dass wir tatsächlich häufig daran gehindert werden, zu reparieren. Und zwar ja durch Entwicklungen, die so in den letzten Jahren immer häufiger aufgetreten sind. Martin meinte ja gerade, der Mensch neigt dazu, an Altem festzuhalten, was für Transformation nicht so praktisch ist. Fürs Reparieren wäre es natürlich super. genau, weil das Ding ist, tatsächlich geht es jetzt hier beim Recht auf Reparatur gar nicht unbedingt darum, die Verhältnisse oder eine Wende durchzuführen oder die Verhältnisse grundlegend zu ändern. Eigentlich müssen wir nur dahin zurück, was wir schon mal hatten. Vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten war es sehr viel einfacher, Dinge zu reparieren, die man besitzt, die Dinge selber zu reparieren oder ja, reparieren zu lassen von einer Werkstatt seiner Wahl. Denn genau, was wir eben in den letzten Jahren immer häufiger gesehen haben, ist, dass Menschen, die gerne ihre Produkte reparieren würden, es nicht tun. Und zwar ist der allerhäufigste Grund, dass eine Reparatur zu teuer ist im Vergleich zum Neukaufen eines Produkts. Und das liegt tatsächlich vor allem daran, dass Ersatzteile recht teuer sind. Hersteller können Ersatzteile so verkaufen,
wie sie es möchten. Sie müssen sie nicht mal verkaufen. Sie können selber entscheiden, ob sie ja, die allen Marktteilnehmerinnen zur Verfügung stellen, ob sie nur lizenzierte Vertragswerkstätten, mit denen sie zusammenarbeiten, Ersatzteile verkaufen. Und sie können auch den Preis selber festlegen. Das führt oder hat in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, vermehrt dazu geführt, dass Ersatzteile für unabhängige Werkstätten und für Verbraucherinnen auch gar nicht verfügbar sind. Und wenn, dann sind sie häufig sehr teuer. Das heißt, das ist so eine der größten Hürden, die gerade noch dagegen sprechen, dass wir eine rechte Reparatur haben. Also natürlich grundsätzlich, wenn jetzt hier mein Smartphone kaputt geht, habe ich theoretisch das Recht zu reparieren, aber praktisch komme ich entweder nicht an Ersatzteile ran oder was auch immer häufiger passiert, ist, dass ich das Gerät selber gar nicht mehr aufmachen kann, weil Verschlusssysteme verwendet werden, für die ich zum Beispiel gar kein Werkzeug habe, weil es eben nicht mit einem normalen Kreuzschlitzschraubenzieher zu öffnen ist, sondern so ein Schrauben von einem Smartphone oder von einem Laptop. Oder weil zum Beispiel der Akku, wenn er immer schwächer wird, dass ich ihn nicht einfach alleine austauschen kann, wie das ja früher bei den älteren Smartphones oder Handys eigentlich immer noch der Normalfall war, dass man den Akku nochmal rausnehmen und auch durch einen neuen ersetzen konnte, ist das bei immer mehr Geräten tatsächlich heutzutage nicht mehr der Fall. Das heißt, das ist so das zweite, Hindernis dafür, dass wir eben unsere Dinge nicht mehr reparieren können. Also das erste war Ersatzteile, das zweite ist jetzt Produktdesign. Und was tatsächlich auch immer weniger geworden ist, dass Hersteller keine Informationen mehr darüber zur Verfügung stellen, wie Dinge repariert werden können, dass sie keine weitergehenden Informationen für Reparatur zur Verfügung stellen, die es eben einfacher machen, eine Reparatur durchzuführen und dadurch eben auch den Aufwand für eine Reparatur verringern würden. Das heißt, genau, wir haben diese Barrieren, die uns daran hindern, dass wir tatsächlich so viel reparieren, wie wir es eigentlich gerne würden und die eine Reparatur eben recht aufwendig und teuer machen bei vielen Geräten. Also genau, zum einen eben viel, was eben jetzt so Elektronik angeht, also Smartphones, Computer, aber auch Waschmaschinen oder Haushaltsgeräte können immer schwieriger repariert werden. Das heißt, was wir mit dem Recht auf Reparatur fordern, sind zunächst einmal das Zugang zu Ersatzteilen, weil es eben das häufigste Grund ist dafür, dass wir nicht reparieren. Wir müssen, es muss verbindlich oder verpflichtend werden, dass Hersteller Ersatzteile für ihre Produkte, die sie verkaufen, zur Verfügung stellen und zwar auch zu einem Preis, der im Verhältnis steht zum Neupreis des Geräts. Und der eben nicht dafür sorgt, dass eine Reparatur nicht durchgeführt wird. Und zum anderen müssen wir auch direkt auf Produktebene dafür sorgen, dass Reparatur einfach direkt mitgedacht wird beim Design und beim Herstellen eines Produktes, sodass ja, jedes Produkt, das hier auf den Markt gebracht wird, tatsächlich in sich also repariert werden kann und eben nicht über, also wichtige Teile nicht auf irgendeine Weise fest verbaut sind, dass man sie nicht austauschen kann oder nicht mit handelsüblichem, normalem Werkzeug, das wir eben alle zu Hause haben, geöffnet werden kann. Und als dritte Forderung des Recht auf Reparaturs muss eben auch der Zugang zu Informationen, die für die Reparatur notwendig sind, von den Herstellern ermöglicht werden. Das heißt, ich muss als Verbraucherin Informationen darüber erhalten können, wie ich mein Gerät, das ich gekauft habe, reparieren kann. Im besten Falle stellen wir uns das so vor, dass diese Infos mir auch ganz klar darlegen, welche Kenntnisse und Fähigkeiten ich brauche, welche Gefahr möglicherweise bei einer Reparatur besteht, sodass ich dann als Verbraucherin entscheiden kann, traue ich mir das zu? Habe ich diese Kenntnisse und Fähigkeiten, die dafür benötigt werden? Oder
gebe ich dann eben, gehe ich damit in die Werkstatt und lasse das jemand professionelles machen. Denn heutzutage ist eben das Problem, dass die Hersteller halt festlegen können, wer reparieren können darf und wer eben nicht. Das heißt, genau, das sind so die Hauptforderungen. Ja, super, danke dir. Es gab, glaube ich, so ein paar von den Fragen auf dem Pad lassen sich so ein bisschen zusammenfassen. Ihr sprecht ja auch von Reparaturkultur, oder dass es das mal gab oder dass es gefördert werden müsste. Die Fragen gehen so ein bisschen, glaube ich, in die Richtung, wollen die Leute das, wollen die nicht wasserfeste Smartphones lieber, die sollen möglichst günstig sein. Ist die Frage, ob das dann nicht teurer wird, Sachen so zu bauen, dass man sie gut reparieren kann. Vielleicht magst du dazu kurz was sagen, so aus deiner Warte, und Martin, vielleicht kannst du was ergänzen, so zum generellen Trend. Ihr untersucht ja auch so soziale Phänomene und Trends in die Richtung zu Suffizienz und Reparatur. Genau, also der Wunsch ist auf jeden Fall da. Wir haben das jetzt in verschiedenen Umfragen, Verbraucherumfragen gesehen, dass zum Beispiel 80% der Europäerinnen wünschen sich, dass Hersteller dazu verpflichtet werden, dass Geräte tatsächlich reparierbar gestaltet werden. Wir wissen auch, dass grundsätzlich 80% der Deutschen sich bemühen, ihre Geräte zu reparieren, aber eben häufig daran scheitern, aber das eben gerne häufiger machen würden. Das war der Punkt mit, dass es zu teuer wird, genau. Das Ding ist ja, an sich führt eine Reparatur ja dazu, dass ich Geld spare, dadurch, dass ich eben mein Produkt länger nutze und mir kein neues kaufen muss. Also so sollte es halt eigentlich sein. Das Problem ist halt, dass Reparaturen häufig zu teuer sind und das dann aus Verbrauchersicht häufig oder tatsächlich manchmal günstiger ist, sich ein neues Produkt zu kaufen. Aber werden eben die Bedingungen für Reparatur so verbessert, wie wir uns das vorstellen, dann wäre halt das Reparieren an sich auch eine Möglichkeit, um Geld zu sparen. Das ist auch heute schon so. Es hat auch die Verbraucherzentrale, der Bundesverband mit dem Öko-Institut zusammen eine Studie dazu gemacht und berechnet, wie viel Geld Verbraucherinnen tatsächlich jetzt schon mit dem Reparieren sparen können für Smartphones und andere Geräte, glaube ich, auch noch. Das heißt, an sich spare ich mit dem Reparieren eher Geld, als dass ich drauf zahlen müsste. Okay, Martin, hast du eine Ergänzung dazu? Ja, gerne. Du hast ja auch gefragt wegen der Trends. Ich würde vorher aber noch gern, weil ich bin auch im Jamboard, auch die Fragen hier im Chat finde ich total schön. Da könnte man darüber ganz, ganz viel sprechen. Ich bin da nicht der Experte, wie das Katrin ist. Ich wollte nur genau auf diese Frage dieses Henne-Ei-Problems eingehen. Das hatte Erik geschrieben hier, aber auch jemand da in dem Jamboard. Wer ist eigentlich daran schuld, dass wir nicht mehr reparieren, dass wir Designs so sind, wie sie sind? Sind das wir VerbraucherInnen, weil wir das nachfragen, was convenient ist, was einfach ist, was wasserfest ist, was das Neueste ist? Und damit gehen wir dem Marketing auf den Leim? Oder sind das die Unternehmen, die unseren Bedarf kreieren? Das kann ich nicht beantworten. Das ist aber auf jeden Fall, was man politisch adressieren könnte und müsste. Bevor ich auf die Frage mit den Trends eingehe, wir hatten in einem Workshop 2018 mit verschiedenen Vertretern aus Industrie ganz spannende Diskussionen zu Konsum und Produktion. Und da war grundsätzlich diese beiden Seiten drin. Die eine Seite sagte, man muss die Label gut machen, damit die Verbraucherinnen das Richtige kaufen. Die andere sagte, wir müssen einfach das Produktsortiment so durchgängig nachhaltig machen, dass es egal ist, was die Verbraucherinnen kaufen. Und zwischen diesen Polen gab es eigentlich keine Einigung, aber es zeigt, dass wir in beiden Richtungen aktiv werden müssen. Trends, wir haben ein Projekt, was gerade abgeschlossen wurde zum Thema Trenduntersuchung Ressourcenpolitik. Da haben wir uns sozioökonomische, soziokulturelle Trends angeschaut, also Dinge, die nicht technisch sind. Jetzt nicht 3D-Printing, nicht irgendwelche neuen Wasserstoffentwicklungen, Solarflugzeuge, sondern es ging wirklich um die Dinge, die gesellschaftlich, Geschäftsmodelle oder auch auf kultureller Ebene passieren. Und da haben wir 20 Trends identifiziert und einer davon war eben auch die sogenannte DIY, Do-It-Yourself oder DIT, Do-It-Together. Und das ist natürlich schon so, dass wir mit Blick auf Deutschland Quellen analysiert haben, Interviews geführt haben und Workshops gemacht haben. Und dabei wurde deutlich, dass wir
ähnlich wie beim Vegetarismus, Veganismus, leider noch ein Nischenphänomen haben, das aber deutlich aufkommt in ganz verschiedenen, wie nennt man es so schön, Milieus, also verschiedenen Mischungen von gesellschaftlichen Schichten oder von Wertevorstellungen und Hintergründen bei den Menschen. Und dass natürlich Corona auch dazu beigetragen hat, wieder viel mehr über selber machen, kleinere Menschenmengen oder kleinere Möglichkeiten im Eigenproduzieren oder Prosumption selber Dinge noch zu erzeugen dabei sind. Das heißt, es tut sich da viel, es kann politisch gut unterstützt werden. Das eine hatte Katrin ja gesagt, Recht auf Reparatur in der Diskussion mit all den Fragen, die hier auch im Jamboard stehen. Das andere ist, dass man auch wie versucht, in Schweden die Mehrwertsteuersätze auf Reparaturen so zu senken, dass es eben nicht mehr so teuer ist, zumindest die Arbeitskosten, die ja das wesentliche Kostenmoment sind bei Reparaturen. Und da, glaube ich, wird, ich nutze gerne den Begriff Politik Mix, bestimmt was möglich sein, dass man das verbindet, dass gewisse Dinge leichter werden, gewisse Dinge regulativ gefordert werden, wie zum Beispiel Verfügbarkeit von Ersatzteilen oder auch die Frage war ja hier, was ist mit den Updates softwareseitig? Das sind Dinge, da ist bestimmt viel Musik drin und es ist nicht leicht und es gibt Widerstände auf allen Seiten, aber da tut sich, glaube ich, viel. Also kurzum, Do It Yourself, Do Together ist auf jeden Fall am Wachsen und aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen. Es ist ja eben nicht nur die Umweltsicht, es ist aber auch die Sicht, dass man Dinge an Altem festhalten, hast du sehr schön mich aufs Korn genommen, Katrin, danke, total gut, dass man eben doch Dinge noch hat, die man gern hat, dass man Dinge aus Vintage-Gründen erhält, dass man sich vielleicht auch nicht trennen mag von Smartphones, weil da Daten drauf sind, etc. Es gibt ja ganz verschiedene Motive und diese mitzunehmen, finde ich sehr gut. Dafür braucht es aber unterschiedliche Ansätze, wie man das auch dann machen kann. Vielleicht noch eine ganz kurze Anmerkung von meiner Seite. Vielleicht also die Frage nach Henne und Ei, so wie du es jetzt genannt hast, Martin, die mag sehr interessant sein und die kann man bestimmt auch sehr, sehr weit führen, ist aber vielleicht gar nicht zwangsläufig so zielführend, das so komplett auseinanderzunehmen. Vielleicht ist ein wichtiger Aspekt in diesem ganzen Bereich ja auch, dass es halt letztendlich erkannt wird, wohin haben wir uns denn entwickelt und was sind denn jetzt die Auswirkungen davon, dass bestimmte Sachen nicht mehr repariert werden können oder nicht mehr repariert werden, etc. etc. Und dieses Bewusstsein sowohl bei Unternehmen als auch bei den Verbrauchern dann wieder dazu führen kann, dass es neue Prozesse anstößt, um wieder entgegenzusteuern. So, also quasi nicht diesen alleingerichteten Blick auf, okay, wo kam denn das Problem jetzt her, sondern okay, wir haben jetzt das Problem, was ist denn zukunftsgerichtet jetzt die Lösung? Genau. Und dann gibt es hier eine Frage von Jessi. So wie ich das verstehe, aber vielleicht kannst du das, Katrin, auch besser beantworten, so wie ich das aber verstehe, ist auch die Software und Softwareerweiterungen sind enthalten in den Forderungen von Recht auf Reparatur, dass halt eben auch Produkte langjähriger genutzt werden können und eben auch diese Softwareunterstützung bekommen. Wenn es jetzt falsch war, dann sag gerne nochmal, dann korrigiere mich gerne, Katrin. Nee, genau, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir eben immer häufiger sehen, dass Geräte tatsächlich aufgrund der Software dann nicht mehr genutzt werden können, obwohl die Hardware an sich noch vollkommen intakt ist. Das heißt, das Recht auf Reparatur umfasst auch, dass wir natürlich einen langfristigen Software-Support brauchen, beziehungsweise wenn der nicht mehr zur Verfügung gestellt wird, dann müssen da Schnittstellen offengelegt werden, damit man sich ein anderes Betriebssystem draufspielen kann. Wir sehen sogar, dass Software inzwischen auch dazu führt, dass Reparaturen an sich verhindert werden oder behindert werden, zum Beispiel indem die Seriennummern von Ersatzteilen freigeschaltet werden müssen bei einer Reparatur. Und das kann ich dann als Verbraucherin oder auch als jemand, der nicht für den Hersteller repariert, gar nicht machen, weil ich dann nicht die nötige Software dazu habe. Das heißt, es gibt da jetzt noch sehr viele neue Probleme, die tatsächlich auftauchen, dadurch, dass wir immer mehr Dinge in unserem Alltag haben, die irgendwie vernetzt sind, die über eine Software verfügen. Und das, ja, sind auf jeden Fall alles Punkte, die auch im Rahmen des Recht auf Reparatur mit den notwendigen Maßnahmen da reguliert werden müssen. Ja, vielleicht. Ja, gerne. Oder, Julius, pardon, ich wollte nicht, willst du, mach du ruhig zuerst eine Frage. Ja, also ich habe so ein bisschen das Bedürfnis, da
Also ich finde es gut, beim Recht auf Reparatur zu bleiben, vielleicht als Beispiel, ne? Weil es geht ja jetzt, ist eine Maßnahme unter vielen wahrscheinlich, die wir bräuchten, um unseren Ressourcenverbrauch abzusenken. Vielleicht können wir da so ein bisschen mit einem größeren Blick drauf gucken, wie könnten denn so Maßnahmen aussehen? Katrin, du hast ja schon ein bisschen was gesagt. Martin hat ja auch so diese beiden Pole, ne? Man informiert irgendwie VerbraucherInnen besser, so das ist so die eine Seite. Da gibt es ja zum Beispiel einen Reparaturindex in Frankreich. Vielleicht kannst du da kurz was zu sagen, Karin. Gleichzeitig, ja, kann es ja auch nicht sein, dass quasi das Richtige zu tun einem so schwer gemacht wird durch die Politik. Also ein ressourcenleichtes Leben müsste ja einfach leichter sein als ein ressourcenschweres Leben, also einfach im Sinne von einfacher zu leben. Vielleicht, ja, können wir da so ein bisschen zusammen drüber nachdenken. Gerne jetzt auch noch am Beispiel Reparatur, bevor wir weitergehen. Was sind denn da Maßnahmen, die es bräuchte oder welche Hebel oder was aus dem Politikmix würde denn da passen? Weil es gibt ja verschiedene Aspekte. Einmal die Reparaturkultur zu stärken, irgendwie vielleicht Menschen zu informieren, aber gleichzeitig bräuchte es ja auch wahrscheinlich knallharte Vorgaben für Unternehmen. Vielleicht können wir da so ein bisschen den Fächer mal aufmachen, so einen Politikmix. Ich hatte Glück, ich war schon entstummt. Insofern, wenn ich anfange, nehmt es mir nicht übel. Ich finde die Frage sehr gut mit dem Politikmix und wie man da anfangen könnte mit dem Reparatur, vielleicht beginnend. Wir haben in Studien mit Interviews auch versucht zu erfragen, was denn mit so einem Wertewandel ist, was man da ressourcenschonungsseitig unterstützen kann, egal ob das jetzt Reparatur in Anspruchnahme ist oder Vegetarismus oder andere suffiziente Aspekte wie nicht mehr fliegen, Auto verkaufen etc. Und relativ klar wurde, dass man niemals alle erreichen kann. Ich glaube, das ist uns allen hier auch klar. Kennt man ja auch aus dem privaten Umfeld. Da gibt es immer den komischen Onkel, die komische Tante, mit dem man einfach nicht über Umwelt reden kann. Und die haben oft Argumente, die entweder gut passen oder sehr schwierig zu entkräften sind, weil es keine Argumente, sondern eher Emotionen sind. Und insofern braucht der Mix der Politik genau das auch. Er muss regulativ zwingend aktiv werden für mich. Das mögen viele nicht hören, weil es dann natürlich in das Eingemachte geht, siehe Corona-Erlebnisse, Vorschriften, Verordnungen, Dinge, die man nicht darf, Straf- oder Bußgeld bewährt, etc. pp. Das ist aber auch nicht das, was ich so konkret meine, sondern es soll Vorgaben geben, beispielsweise Recht auf Reparatur, beispielsweise Designvorgaben, dass gewisse Dinge vom Markt gehören, wenn sie nicht so und so designt sind. Ob das Rezyklierbarkeit ist oder eher Reparierbarkeit, dann müsste man ganz klar regeln, das ist die Lebenszyklusperspektive, kommt ja auf dem Jamboard auch raus. LCA, Lifecycle, das muss bei allen Produkten, die auf den Markt kommen, gemacht sein. Es muss aber auch bei Infrastrukturentwicklung gemacht werden, bei allen möglichen Dingen, die Kaufentscheidungen vorausgehen oder Produktbauentscheidungen von Infrastrukturen, wie auch immer. Das ist ein wesentliches Element, um auch die Daten zu schaffen, anhand derer man dann besser entscheiden kann, was denn im Lebenszyklus gut, weniger gut, nachhaltig, weniger nachhaltig ist. Und dann kann man über eine Menge von Incentivierungen nachdenken, also Anreize zu setzen. Und wie du es schon gesagt hast, Julius, das Verhalten, was wir aus wissenschaftlicher Sicht brauchen, zu fördern. Natürlich ist es nicht schön zu sagen, man braucht ein gewünschtes Verhalten. Das ist ja auch dem Individuellen nicht ganz gerecht werden, aber das ist nun mal das, was wissenschaftlich dran wäre. Das heißt, wir müssen es leichter machen, Gebrauchtes zu kaufen, leichter machen, Dinge da abzugeben, dass sie auch wirklich wiederverwendet oder rezykliert werden, mit Pfandlösungen, mit was auch immer. Und letzter Punkt, man muss parallel das Langfristige im Auge haben und über die viel geschmähten Informationskampagnen, Bildungsmaßnahmen nachdenken, die natürlich nicht morgen wirksam werden, aber langfristig wirksam werden. Und klar, als Beispiel aus dem eigenen Umfeld, wenn die Kinder einem sagen, Papa, mach doch mal das und das, dann hört man da ganz anders hin. In der Regel, hoffentlich, als wenn das dann doch der Onkel, die Tante sagt. Ja, also dem würde ich auch so zustimmen. Also ich würde auch ganz klar sagen, wir brauchen auf jeden Fall ganz klare regulatorische Maßnahmen, die dafür sorgen, dass eben die Dinge, die wir hier, die auf dem europäischen Markt verkauft werden, einen gewissen Mindeststandard erfüllen. Das wird ja jetzt auch, ja, da sitzt die EU oder EU und die EU-Kommission sitzt da jetzt dran.
genau das umzusetzen. Das hat sie angekündigt letztes Jahr mit ihrem Aktionsplan Kreislaufwirtschaft, in dem sie verkündet hat, dass ja, nachhaltige Produkte in der EU zur Norm werden sollen, so hat sie es formuliert, sodass eben, wenn diese Maßnahmen umgesetzt sind, tatsächlich nur noch nachhaltige, was genau das dann auch immer bedeutet, Produkte in der EU verkauft werden dürfen. Und darauf aufbauend kann man dann eben diese ja, Informationsangebote zum Beispiel für Verbraucherinnen aufsetzen, die dann dafür sorgen, dass ich mich, ja, oder die mir ermöglichen, dass ich mich dann noch darin orientieren kann, wie gut jetzt eben dieses Produkt ganz konkret zum Beispiel im Bereich Reparatur abschließt. Genau, und in Frankreich zum Beispiel wurde jetzt eben dieser Reparaturindex eingeführt Anfang des Jahres. Das heißt, da müssen Hersteller die Smartphones und Computer und noch ein paar andere Produkte in Frankreich verkaufen wollen, müssen seit Januar einen Reparaturwert ausrechnen, der auf bestimmten Kriterien beruht, die eben vorher festgelegt wurden, sodass dann ein Wert zwischen 0 und 10 erreicht wird und die Verbraucherinnen dann eben sehen, ja, dieses Smartphone hat nur einen Wert von 0,5. Das kann nicht gut repariert werden, da gibt es keine Ersatzteile für oder keine Software-Updates nach kurzer Zeit. Dann greife ich halt doch lieber, oder dann kaufe ich mir doch lieber eins, das besser abschneidet. Genau, aber diese ja, Anreiz- oder Informationsmechanismen ja, sollten halt nicht dazu führen, dass man dann nicht auch direkt auf Standardebene gewisse Mindeststandards festlegt, weil sie dann letztendlich doch wieder die Verantwortung auf die Verbraucherin abwälzen, obwohl wir auch sehen, dass tatsächlich dieser Reparaturindex dazu führt, dass eben auch Hersteller sich nochmal überlegen, ja, okay, wie könnte ich denn jetzt hier vielleicht doch nochmal ein paar Punkte näher rein, dass zum Beispiel ja, ein Hersteller inzwischen mehr Reparaturinformationen veröffentlicht, also das noch letztes Jahr getan hat, um halt seinen Wert auf diesem Index zu verbessern. Das heißt, es wirkt auch zu dieser anderen Seite hin, genau, aber grundsätzlich brauchen wir auf jeden Fall diese verbindlichen Standards, die dafür sorgen, dass alle Produkte reparierbar sind, recycelbar sind und ja, wir ja, letztendlich nicht unterscheiden müssen oder uns entscheiden müssen zwischen einem nicht nachhaltigen und einem nachhaltigen Produkt. Ja, das würde dann die Verantwortung vielleicht auch ein bisschen von der Verbraucherin oder dem Verbraucher wegnehmen. Ich finde oft, das ist ein großes Problem, dass dann auf die individuelle Ebene das alles verlagert wird, weil ich könnte mir jetzt noch vorstellen, dass ich vielleicht dann auf so einen Reparaturindex achte. Ich weiß nicht, ob also sowas wie menschenrechtliche Belange oder wie die Sachen abgebaut wurden, die da drin sind, das spielt ja absolut keine Rolle. Sind ja Informationen, die uns einfach fehlen. Vielleicht ist das ein guter Punkt, Cons, dass du so ein bisschen aus deiner Arbeit erzählst oder aus deiner Sicht. Wie siehst du das? Also es wurde hier im Pad auch schon die Frage aufgemacht, gibt es also auf der einen Seite Verbotskultur, also eher kritisch zu so staatlichen Regelungen, auf der anderen Seite die Frage, reicht es, dass der Markt das regelt? Wie ist das aus deiner Sicht? Wo brauchst du da ja, ordnungsrechtliche Vorgaben, vielleicht auch aus Sicht des AK-Rohstoffe, wenn du die Sicht reinbringen magst? Ja, also ich glaube, dass man jetzt Verbotskultur und dann bestimmte politische Regelungen auch nochmal voneinander unterscheiden muss. Ich hatte gerade gesehen, dass hier noch jemand dazu kam, der Zunk, glaube ich. Ich weiß nicht genau, ob der später dann einfach nochmal reinschaut und quasi seine Frage mit Video stellt. USB handhabt ihr das? Dein Mikro? Ist noch stumm. Ja, genau. Hast du dich laut gemacht für eine Frage? Also hast du dein Video für eine Frage angemacht?
Ja, an sich schon. Ja, na dann stellen Sie doch gerne. Was soll denn die genaue Frage sein? Es war jetzt im Pad auch schon kurz andiskutiert, nämlich diese Frage, ich habe gesagt, dass Reparierbarkeit ja irgendwie auch mit der Recyclingfähigkeit häufig korreliert. Und dann gab es da aber Rückmeldungen, dass das nicht so wäre, weil Handys ja auch sowieso heute schon 100% Recycling, nahezu 100% recyclingfähig wäre, was sich nicht mit meinen Informationen deckt. Und deswegen wollte ich da gern wissen, wo diese Information herkommt oder ob das da um so ein Downcycling geht, wo man sagt, ja, die werden ja eingeschmolzen und wir holen halt die allerwichtigsten Rohstoffe raus. Das sind dann irgendwie 5 von 50. Oder wie da der Stand ist. Und ob es dementsprechend schon Sinn macht, auch aus dieser Sicht für das Recycling später, diese Reparierbarkeit zu verbessern, weil wir dann weniger Materialien in den einzelnen Komponenten haben. Ich bin jetzt keine Recycling-Expertin, aber ich würde jetzt auch erstmal grundsätzlich dir da zustimmen und sagen, reparierbares Produkt bedeutet ja, dass einzelne Bestandteile gut voneinander trennen kann. Und das ist ja für Recycling auch wichtig. Deswegen würde ich sagen, grundsätzlich korrelieren Reparierbarkeit und Recyclingfähigkeit, wie es dann wirklich auf kleinster Ebene aussieht, weiß ich jetzt aber auch nicht. Und ich meine, selbst was ich jetzt auch nicht weiß, aber selbst wenn es so wäre, dass alle Handys zu 100% recycelbar sind, sie werden halt nicht zu 100% recycelt. Das ist halt auch das Problem, das wir noch haben. Danke. Ja, danke dir für die Frage und schön, dass du dich gezeigt hast und sie persönlich gestellt hast. Das freut mich sehr. Genau, würde ich, das war ein guter Punkt, Cons. Vielleicht gibt es ja jetzt noch Fragen dazu, die ihr auch selber reinbringen möchtet. Carla hat jetzt uns eine zum Reparaturindex in Frankreich noch gestellt im Chat, wie sich das Gesetz gegen geplante Obsoleszenz bisher ausgewirkt hat. Ich meine, wir hatten, ich glaube, Sascha Roth vom NABU hatte da auch was zu gesagt, dass es bisher da noch keinen Fall gab, dass das wirklich angewendet wurde rechtlich. Ich weiß nicht, ob du da andere Infos zu hast. Genau, es ist nochmal ein anderes Gesetz, das jetzt schon ein paar Jahre in Kraft ist. Ich weiß auch nur, dass es ein paar Klagen gab gegen Hersteller auf Grundlage dieses Gesetzes, aber ich weiß tatsächlich nicht, wie die ausgegangen sind und ob es dazu. Ich glaube, es kam zu Strafzahlungen, aber ich hatte jetzt keine genauen Infos dazu. Okay. Dann gab es noch eine Verteidigung des alten Onkels, der die Waschmaschine repariert und die Tante, die Möbel und Textilien repariert. Sehr schön, guter Hinweis. Ja, es kommt, genau, Jesse stellt jetzt gerade eine Frage, die vielleicht eher zu Cons passt. Der war ja auch gerade dran, vielleicht, genau, kannst du jetzt ein bisschen was zu dem also zu dem Nexus sagen, so aus deiner Sicht? Genau, wie sich es da darstellt mit rechtlichen Vorgaben, ob sie aus deiner Sicht braucht, wo es die braucht. Ja, gerne. Also ich glaube, dass das wahrscheinlich viele Punkte davon schon angesprochen worden sind während den letzten Veranstaltungen. Wir haben die Erfahrung gemacht in vielen Bereichen, aber vor allem auch im Rohstoffbereich über die letzten Jahre, Jahrzehnte, dass eigene Verpflichtungen ohne gesetzliche Verbindlichkeit, sondern auf freiwilliger Basis Sorgfaltspflichten einzuhalten, Menschenrechte zu schützen, Natur zu schützen, Umweltstandards einzuhalten und so weiter, dass es da massive Probleme gibt und sich auch Unternehmen, die sich damit rühmen, dass sie das tun, eben nicht tun. Und es gab dazu den NAP-Prozess, also den Nationalen Aktionsplan, in dem das Bundesministerium, wenn das schon gesagt worden ist, Julius, dann sag mir Bescheid,
in dem das Bundesministerium. Ja, genau, also den Prozess zum Lieferkettengesetz, wenn euch das en Detail interessiert, dann könnt ihr das nachhören in der Vorlesung. Genau. Okay, also dann nur die kurze Information. Also hier ist auch klar geworden bei der Anfrage von Unternehmen, ob sie denn eine Gewissheit haben oder nachweisen können, dass sie ihre menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten einhalten, dass sie quasi den internationalen Standards gerecht werden. War das eine verschwindend geringe, ich glaube sogar unter ein Fünftel der antwortenden Organisationen, Unternehmen, viele haben gar nicht erst geantwortet, also die konnten quasi darlegen, dass sie quasi diese Anforderungen einhalten und der Rest nicht. Das zeigt eigentlich ganz klar auch, dass es hier gesetzliche, verbindliche Regelungen braucht und das Lieferkettengesetz ist so ein erster Schritt dahin. Ich stimme hier so einzelnen Kommentaren, die gingen so in die Richtung, naja, wenn Deutschland das jetzt alleine macht, welchen Wert hat das, wo führt das hin? Und letztendlich ist das wieder Stückwerk. Martin hatte das schon mal auch mit Stückwerk dieses Wort angesprochen. Klar, aber irgendjemand muss auch erstmal loslegen. Und Deutschland ist nicht das einzige Land. Und es wird jetzt auch quasi gerade debattiert, ob es und in welcher Form es ein Lieferkettengesetz auf europäischer Ebene gibt. Und denselben Prozess gibt es halt eben auch auf UN-Ebene, um halt quasi so ein Level Playing Field zu schaffen, dass die Unternehmen die gleiche Anforderungen haben. So. Und es gibt viele Unternehmen, die quasi sich auch in diesem Prozess dieser Initiative Lieferkettengesetz für diese Initiative eingesetzt haben und gesagt haben, wir wollen diese verbindlichen Sorgfaltspflichten, weil wir halt eben auch Probleme haben, wenn es andere Unternehmen nicht einhalten und wir wollen sie aber einhalten, dass wir dann quasi Nachteile bekommen. So, und ich denke, dass dass da auch ein Momentum geschaffen werden kann, dass mehr Akteure halt reinkommen und immer weiter an so einem Lieferkettengesetz gefeilt wird. Umgedreht in den Ländern in Lateinamerika, da herrscht halt ein riesengroßer Druck auf den Abbau, weil sie teilweise sehr einseitig wirtschaftlich ausgerichtet sind und das Narrativ vorherrscht, dass sie ihre Deviseneinnahmen über halt quasi den Verkauf von Primärrohstoffen erzielen und davon dann quasi abhängig sind. Das wird dann in Handelsabkommen zwischen EU oder zwischen weiteren Staaten und den Abbauländern zementiert, dass sich das auch nicht großartig ändern kann. Also hier auch nicht die Möglichkeiten bestehen, wirklich zu einer Diversifizierung von der Wirtschaft zu kommen. Also das beeinflusst sich dann alles gegenseitig. Was jetzt die Personen oder Menschen direkt in den Abbauländern und in den Abbauregionen betrifft. Es gibt sehr viele Beispiele, natürlich nicht alle, die sich gegen Bergbau wenden, aber es gibt viele Beispiele, wo Consultas, heißt das im lateinamerikanischen Raum, Consultas, also Volksbefragungen durchgeführt werden, ob in ihren Territorien Bergbau durchgeführt werden soll. Und es gibt auch diese internationale Regelung, wie ILO, also Internationale Labour Organization, und hier den Artikel 169, der besagt, dass Projekte, die auf indigenen Territorien durchgeführt werden müssen, der Zustimmung der umfänglichen vorherigen Informierung der dort wohnenden Bevölkerung und eben der Zustimmung dieser Bevölkerung bedarf. Deutschland hat dieses Gesetz ratifiziert, jetzt dieses Jahr erst, und muss jetzt schauen, wie es dann auch in nationales Recht übergeht, also wie auch hier quasi dann nochmal Anforderungen an Unternehmen gestellt werden. Und das ist definitiv etwas, was auch die Menschen vor Ort fordern. Und in Volksbefragungen vor Ort gab es jetzt in Kolumbien viele Beispiele, in Ecuador Beispiele, dass sich Mehrheiten dagegen ausgesprochen haben, dass Bergbauprojekte hier umgesetzt werden. Auch mit dem Wissen, dass halt die Lebensgrundlagen in den Bereichen der Minen und weit drumherum, in den Bereichen Landwirtschaft, Viehwirtschaft und so weiter, diese Lebensgrundlagen zerstört werden und die Menschen dann aus diesen Gebieten wegziehen müssen, sich irgendwo anders ein Leben wieder aufbauen müssen, was
sie aber eigentlich auch nicht, sie auch keine großen Möglichkeiten für haben. Also dieser Widerstand wird immer größer. Und es gibt auch Initiativen für nationale Gesetze. In Argentinien beispielsweise sind Gesetze durchgekommen für den Schutz von Gletschern, dass in Gletschergebieten, die halt eben für die Trinkwasserversorgung wichtig sind, kein Bergbau mehr durchgeführt werden soll. Hier wurden Bergbauprojekte gestoppt. Und genau, letztendlich hatte JB, glaube ich, in der Veranstaltung, als die die Person aus dem globalen Süden eingeladen war, relativ eindringlich auch gesagt, also der Rohstoffverbrauch in den industrialisierten oder in den Ländern mit hohem Verbrauch muss sinken, um halt eben den Druck von diesen Abbaugebieten zu nehmen. Und klar macht Deutschland jetzt nicht den Riesenanteil dieses Verbrauchs aus und trotzdem ist Deutschland aber der fünftgrößte Verbraucher bei vielen, also im Durchschnitt der fünftgrößte Verbraucher bei vielen metallischen Rohstoffen. Das heißt, es gibt hier ein großes Potenzial zu wirken und vor allem auch ein großes Symbolpotenzial, um andere Länder dann eben auch dazu zu bewegen, sich da auch zu positionieren. Ja, danke für genau die internationale Einordnung so ein bisschen, den Blick nach Lateinamerika. Genau, es wurde von No-Go-Areas auch gesprochen, da gab es jetzt gerade nochmal eine Frage zu. Möchtest du dazu noch was sagen, Cons, inwiefern das auftaucht? Klar, also es gibt ganz unter. Ja, sorry, sag du erstmal. Ja, vielleicht kannst du machst ja auch viel zu so Alternativen zu Bergbau. Vielleicht kannst du da einfach so zwei, drei Schlagwörter noch nennen zu den Alternativen, die in den Ländern da diskutiert werden, mit denen du in Austausch stehst. Ja, klar, gerne. Also No-Go-Areas oder hier steht es bei Freya, oder nationales Bergbauverbot. Das ist ganz abhängig von den Kontexten der einzelnen Länder. El Salvador, ein relativ kleines Land, was abhängig ist von den Flüssen für die Wasserversorgung, hat ein nationales Bergbauverbot erlassen, einfach auf Grundlage ihres Kontextes. Das ist aber ein schönes Beispiel, dass halt sowas funktioniert. Das ist in anderen Ländern aber eine ganz andere Situation. Auch gar nicht eine Mehrheit der Bevölkerung steht zwangsläufig dahinter, komplette nationale Bergbauverbote halt zu erwirken. No-Go-Areas ist ein Instrument, was man einsetzen kann. Das ist ein Beispiel, sind halt eben diese Gletschergebiete. Andere wären Páramos, also auch die quasi in den Hochanden in Lateinamerika sind das die Gebiete, die quasi das Regenwasser wie so ein Reservoir stauen und dann über das Jahr quasi die Flüsse speisen und die Wasserversorgung von den ländlichen Regionen, aber auch bis hin in Peru ist es bis hin in die Hauptstadt Lima, die davon abhängig sind. Also quasi diese Gebiete als No-Go-Zones, No-Go-Areas zu deklarieren, um halt quasi hier auch den Schutz der Biodiversität beziehungsweise den Schutz der natürlichen Ressourcen sicherzustellen. Das Gleiche gibt es in Gebieten, die Biodiversitäts-Hotspots sind oder in Bereichen des Amazonas. Und der Amazonas ist ja quasi für uns ein riesengroßes Schlagwort, wo halt irgendwie die Alarmglocken angehen. Oh, der Amazonas muss ja geschützt werden. Im Endeffekt sind wir aber stark mit daran beteiligt, dass auch hier sehr viele Bergbauprojekte umgesetzt werden. Genau, das vielleicht in der Richtung. Die Alternativen, das ist ganz vielfältig, aber ohne die jetzt komplett aufzuzählen, kommt dann immer wieder die Frage, ja, aber ist das eigentlich ökonomisch rentabel oder vergleichbar oder wie auch immer? Und die Menschen, die in den Gebieten vor Ort leben, die rechnen aber nicht quasi ihr ökonomisches Leben mit einer Goldmine auf, also mit den Einnahmen, die sie brauchen und die Einnahmen, die eine Goldmine verzeichnet. Also kann man so diesen Vergleich nicht aufmachen, was ist dann eigentlich ökonomisch rentabler, sondern man braucht andere Kategorien, um das
um das zu bewerten und zu entscheiden, was eigentlich so die Grundlagen unseres Zusammenlebens und auch unseres einer globalen Gerechtigkeit sein sollten. Und da geht es dann halt schon stark in die Richtung, dass eine Regionalisierung forciert wird, dass Produkte für den nationalen Markt oder für den regionalen Markt produziert werden, dass auf Landwirtschaft gesetzt wird, dass auf kleinere touristische Strukturen gesetzt wird, dass auf Saatgutproduktion gesetzt wird, um aus der Abhängigkeit von einjährigem Saatgut rauszukommen oder von großen Saatgutproduzenten und viele weitere Alternativen in diesem Aufbau, auch in der Weiterverarbeitung von Produkten, so in diesem Sinne. Genau. Alles klar, danke dir. Ja, kurzer Hinweis zum Chat. Bis jetzt war es nicht nötig. Jetzt ist es meiner Meinung nach schon nötig. Also ich würde dich bitten, im Ton sachlich und respektvoll zu bleiben, Erik. Ich sehe irgendwie nicht, warum da jetzt irgendwie so eine Schärfe reingekommen ist und ja, hält uns, glaube ich, jetzt dann auch eher auf. Genau, es wurde, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Sitzung so von dir reingebracht und so. Ich finde es super, wenn ihr mit diskutiert, aber ja, tut das bitte in einem freundlichen Ton. Ja, kurzer Ritt durchs Thema Reparatur und jetzt Rohstoffwende sind wir doch noch ein bisschen auf allgemeinere Fragen zu sprechen gekommen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, der jetzt immer angerissen wurde, sind einerseits klar, welche politischen Maßnahmen brauchen wir. Da wurde jetzt einiges aufgezählt. Eine Frage, die sich für mich jetzt stellt, ist, wie kriegen wir die politisch umgesetzt? Ne? Gibt's dafür Mehrheiten? Martin, du hast das auch schon angesprochen. Das, was wissenschaftlich nötig erscheint, ist ja nicht einfach schnell umzusetzen. Wir leben in der Demokratie. Das ist ja auch gut so. Es sind in 2 Monaten Bundestagswahlen. Mich würde da von euch interessieren, so mit Blick auf Maßnahmen, die euch wichtig erscheinen. Wie schätzt ihr das ein gerade? Sind die so in der politischen Arena, werden die diskutiert? Ist da eine gute Bewegung drin? Oder wenn nicht, irgendwie was müsste da passieren, damit Thema Rohstoffwende oder dann eine einzelne Maßnahme, wenn ihr da eine nennen wollt, mehr Aufmerksamkeit bekommt. Vielleicht das so am Ende als Ausblick. Ja. Danke dir für die Frage, wenn ich anfangen darf. Ich glaube, es krankt so ein bisschen daran, in Anführungszeichen, dass Rohstoff eben so breit ist und es schwieriger als im Bereich Klima ist, beispielsweise sich genau auf den einen Fokus, welches Umweltgut soll geschützt werden, welches Produkt, welcher Rohstofffluss steht im Fokus, zu fokussieren. Ich glaube, es tut sich viel, was wir im Bereich Plastik sehen, was wir im Bereich Textilien sehen, auf europäischer Ebene zumindest, was wir im Bereich Bauen sehen, was wir im Bereich vielleicht auch Elektronikprodukte sehen. Das ist aber, glaube ich, weil es so stoffstromspezifisch ist, auch bisher recht gut verortet in gewissen gesetzlichen Vorlagen in Deutschland. Ob das jetzt Elektrogesetz ist oder das Plastikgesetz oder was auch immer, da tut sich viel. Das wird sich sicherlich auch unter der neuen Regierung, die, ich kann das ja sagen, hoffentlich grüner ist, und nicht schlechter wenden. Aber einen großen Wurf, du hast ja auch mal gefragt nach dem einen Wunsch oder der einen politischen Maßnahme, den ich mir wünschte, sehe ich nicht. Und der eine große Wurf, ich erlaube mir, ihn zwei zu teilen, wäre, absolute Ziele festzulegen, weil da unheimlich viel drin steckt. Da steckt ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess hinter, der viel Wahrnehmung erfordert, viel Zeit erfordert, viel Daten. Das täte aller Ressourcenschonungspolitik gut. Das zweite ist, wahre Preise einzuführen. Das kann ich aber nur, wenn ich Lebenszyklusperspektiven mache, draufsetze. Und dann ist halt die Frage, was mache ich, wenn der Preis dasteht? Steht er auf dem Produkt als zweites Preisschild? Liegt es wieder bei uns Verbraucherinnen? Was macht man damit? Aber diese beiden Dinge fände ich gut. Das sehe ich durchaus realisierbar, aber noch nicht in der nächsten Regierung. Ja, Katrin Kronz, was sind da eure Einschätzungen zu?
Ja, da haben wir tatsächlich den gleichen Wunsch. Also genau, absolute Reduktionsziele wären, glaube ich, eine sehr wichtige Maßnahme, um dann, die dann, wenn wir uns verbindliche Ziele setzen, dazu führen, dass wir diese ganzen Maßnahmen, die wir jetzt teilweise schon angesprochen haben, auf den Weg bringen. Es wurde gerade, da würde ich noch einmal gerne kurz zurückgehen, einmal gesagt, wir können da als Deutschland nicht alle, oder es bringt nicht so viel, wenn wir da alleine vorangehen. Diese ganzen Standards und Abfallvermeidungsmaßnahmen, die ich auch gerade schon teilweise angesprochen hatte, oder auch unsere Forderungen zum Recht auf Reparatur, da passiert ja ganz viel auf EU-Ebene. Das heißt, da werden jetzt gerade Standards gesetzt, eben für diese Reparierbarkeit und also diese Ökodesign-Anforderungen, zum Beispiel für Smartphones, werden gerade entwickelt, und wenn die kommen, gelten die natürlich für alle Produkte auf dem europäischen Binnenmarkt, die hier hergestellt oder hierhin importiert werden. Das heißt, so alleine sind wir dann nicht. Wir sehen zum Beispiel auch, dass in den USA das Recht auf Reparatur auch immer mehr an Fahrt gewinnt. Immer mehr Bundesstaaten führen da die verschiedene Gesetze zu ein. Jetzt hat sogar so bundesweit aus wettbewerbsrechtlicher Sicht genau verhindert werden, dass Hersteller eben Reparaturen verhindern oder verbieten können. Das heißt, wir sind da nicht ganz so alleine, wie das manchmal scheint. Genau, aber was ich mir jetzt auch so von der nächsten Regierung wünschen würde, wäre tatsächlich dem, was die EU teilweise, wo sie gut vorangegangen ist, dem zu folgen. Zum Beispiel über eine eigene gute Kreislaufwirtschaftsstrategie, die es bisher in Deutschland nicht gibt, sowas wie eben absolute Reduktionsziele festzusetzen und dann auch für verschiedene Bereiche Reparaturziele festzusetzen für Deutschland. Und sich so ein bisschen davon zu verabschieden, wie das bisher in Deutschland war, dass in Kreislaufwirtschaft nur als möglichst viel Recyceln gedacht wird, wenn man da so ein bisschen einen größeren Blick aufs Ganze zu kriegen. Alles klar, Korn, du darfst jetzt aber auch nicht absolute, als drittes absolute. Ich muss mich einfach anschließen und dann, weil es drei sind, geht es noch durch. Na gut. Ich könnte mich dem einfach anschließen bin auch stark dafür, dass sowas in die Richtung kommt, um quasi auch einfach Impulse zu setzen für Entwicklungen. Und vor allem Impulse auch für Diskussionen und Debatten. Und eigentlich ist das so ein bisschen auch, was ich mir von einer Bundesregierung erhoffe, dass einfach so ein bisschen zeitgemäß und mit Blick auf die Krisen, die weltweit herrschen und die wir ja jetzt auch mit Blick auf Klima schon sehr stark betrachten, dass hier noch viel mehr und eindringlicher darüber diskutiert und darüber debattiert wird, was denn eigentlich hier die Wege sind, um rauszukommen. Ich habe das Gefühl, dass die Debatten jetzt gerade oder nach wie vor sehr wirtschaftsliberal geführt werden, Wirtschaftskräfte sehr großen Einfluss darauf haben, wie Gesetze gestaltet werden und so weiter und so fort. Und ich würde mir hoffen oder ich würde mir wünschen, dass es hier eine Änderung gibt, wie Akteure einbezogen werden, um an diesen Debatten teilzuhaben. Und aus meinem Blick, meiner Arbeit in Lateinamerika, würde ich mir natürlich wünschen, dass an den menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten und der Verantwortung halt von den konsumierenden Ländern, sage ich jetzt mal, geschraubt wird und hier geschaut wird, wie halt wirklich Menschenrechtsverletzungen verhindert werden können. Dass auf einer EU-Ebene und aber auch eben dann auf einer UN-Ebene quasi international festgehalten werden kann. Ein erster Schritt für die Bundesregierung wäre, sich hier zu positionieren und dann eben auch quasi eine Übertragung dieser Ratifizierung der ILO 169 wirklich in konkrete Maßnahmen und ein konkretes Gesetz zu gießen und da auch drin festzuhalten, wie Unternehmen quasi halt eben diese freie Zustimmung der Menschen in den Abbaugebieten halt eben auch berücksichtigt. Ja,
Dann danke ich dir für das Statement. Ich bekomme gerade die Info, dass wir zeitnah Schluss machen sollen, weil danach die Probeklausur losgeht. Den Hinweis nehme ich auf. Ich glaube, auf das Board haben wir die ganze Zeit immer schon so ein bisschen geguckt. Ein bisschen wurden auch Diskussionen da geführt, die haben wir versucht, hier auch aufzunehmen. Ich hoffe, dass wir das Thema, wo geht's lang zur Rohstoffwende, ja, ein bisschen umreißen konnten. Das Recht auf Reparatur hat jetzt viel Raum eingenommen, was ich gut fand, weil wir Katrin da hatten und es natürlich immer Sinn macht, an einem Beispiel auch zu diskutieren, damit es nicht irgendwie völlig abstrakt ist alles. Ich freue mich aber auch, meine Lieblingsfrage, die aufgeworfen wurde, ist, wie viel Reduktion Nachhaltigkeit lässt der Kapitalismus zu? Das werden wir jetzt nicht mehr klären in den letzten Minuten, aber ja, genauso sollte die Diskussion quasi auch geplant, dass auch Fragen angestoßen werden und ihr euch weiter informieren könnt in die Richtung, in die es euch zieht. Für jetzt bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal bei unseren drei Gästen. Mir hat es super Spaß gemacht mit euch heute und ich habe auf jeden Fall wieder was gelernt, so wie in den vergangenen Sitzungen auch. Das war super. Ja, vielleicht wollt ihr noch ein kleines Verabschiedungswort sagen, bevor Saskia dann quasi die Überleitung zur Probeklausur übernimmt. Nur vielen Dank für die interessanten Fragen, was wirklich herausfordert. Das ist total gut, so muss es sein. Und dann viel Erfolg für die Klausur, wenn das euch betrifft. Ja, auch nur noch vielen Dank von meiner Seite. Und ja, gute Klausur. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Genau, falls irgendwie noch weiterer Gesprächsbedarf oder Fragen sind, könnt ihr auch gerne mir noch eine E-Mail schreiben. Also auf hundertischreparatur.de gibt es Kontaktdaten. Und dann jetzt viel Erfolg. Ja, dann sage ich auch noch Tschüss, bevor Saskia was zur Klausur sagt. Denn ja, wir sehen uns ja dann nicht mehr. Es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht, die Vorlesungen mit euch. Ich fand, wie gesagt, die einzelnen Sitzungen spannend und es war für Incota auch super, das mit der Tuvi zusammen zu organisieren. Genau, wenn euch da was interessiert, wir haben euch ja Incota auch ein bisschen vorgestellt. Ihr könnt da ehrenamtlich mitarbeiten, eine Gruppe gründen, freuen wir uns, Mitglied werden. Genau, könnt ihr euch einfach auf unserer Website informieren oder mir schreiben. Einige haben das auch schon getan, was mich sehr gefreut hat. Und ja, dann wünsche ich euch noch ein gutes Restsemester, eine gute Klausur und ja, dann einen schönen Feierabend von meiner Seite. Konz hat noch was. Ah nee, da wäre doch was. Ach, das wäre doch was, hast du geschrieben. Achso, die nächste Ringvorlesung zum Thema Kapitalismus. Wie viel Reduktion und Nachhaltigkeit verträgt er? Ja, das können wir ja mal anregen. Wir besprechen das mal mit der Tobi, das nächste Semester geht. Ja, damit möchte ich mich eigentlich auch noch bei allen bedanken. Und ich hoffe, alle Studierenden hatten ja, spannende Vorlesungen gehabt. Ich auf jeden Fall. Zum Schluss möchte ich nochmal sagen, dass jetzt die Probeklausur beginnt und nächste Woche die richtige Klausur stattfindet und auch am 21.07. Die Einreichung für die Leitfragen endet. Also ja, reicht sich schnell noch ein. Genau, und ansonsten vielen Dank für unsere Diskussionsteilnehmenden heute und für eure ganzen Fragen. Genau, ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie wir eine Rohstoffwende möglicherweise durchsetzen können. Und zur Kapitalismus-Vorlesung gab es tatsächlich schon vor 2 Jahren ungefähr eine. Also vielleicht gibt es dann mehr oder weniger ein Revival, was schon passiert ist. Aber keine Sorge, es wird auch nächstes Semester ja, werden spannende Themen bearbeitet. Wenn auch nicht Kapitalismus, aber vielleicht ist es dann was fürs Sommersemester. Genau, ansonsten wünsche ich euch allen viel Erfolg bei der Klausur und bei eurem weiteren Studium oder an alle Gastzuhörenden, ja, bei was auch immer ihr sonst macht.
Genau, danke, dass ihr teilgenommen habt und ich hoffe, ihr habt viel gelernt und hattet auch viel Spaß. Ciao, macht's gut.